Also unser zweiter Grand Prix startet mit Peter Kubik gegen Sanja Tenelbayev. Sanja Tenelbayev trainiert bei Integra Fight Wittlich, ist ganz kurzfristig eingesprungen für Wladimir Holodenko, der sich verletzt hat. Sanja hat auch erst zwei Kämpfe bestritten bei GMC Olympics, hat die beiden gewonnen. Ist ein guter Boxer, kommt auch aus dem Boxen und hat auch schnell gelernt. Schnell Takedown-Defense. Ich kann selber gute Takedowns anbringen, also ich bin gespannt. Und hat eine unglaublich gute Kampfmentalität. Trainiert hat auch zweimal am Tag. Morgens Kraft und Ausdauer und dann abends das reguläre Training. Also ich habe einen heiden Respekt vor dem 20-Jährigen, der sich hier als dritten Kampf direkt vor so einer Kulisse seinem Gegner stellt. Da braucht man Nerven. Natürlich auch mit doppeltem Druck hier vor heimischem Publikum. Wir werden sehen, ob er den Druck standhalten kann, hier gegen Peter Kubik, dem Athleten aus Tschechien. Mit nur doch schon ein paar Kämpfen mehr auf dem Buckel, mit einer Bilanz von 3 Siegen, 4 Niederlagen und 0 Unentschieden. Ist natürlich auch schwierig, sich dann auf seine Gegner einzustellen, wenn man jetzt einen Gegner ein paar Tage vor dem Kampf noch geändert wird. Dann kann man sich eigentlich nur auf seine eigenen Fähigkeiten verlassen und dann spontan im Kampf entscheiden, welche Strategie man fährt. Also Sanja ist gut beraten, erstmal seine Stärke auszuspielen, das Boxen, zu gucken, wie es funktioniert im Stand und dann gegebenenfalls seinen Gameplan anzupassen. Zwei Kämpfe, zwei Siege. Meine Damen und Herren, heißen Sie willkommen in der roten Ecke. Sanja Tenelbayev! So, da kommt Sanja zum Ring, begleitet von seinen Trainern und seinem Teamkameraden Robert Lau und Michael Ovsianikow. Jevgeny Lusch und Thomas Gotto sind die zwei Trainer, die den jungen Mann jetzt zum Ring begleiten. Thomas Gotto ist der Striking Coach und Jevgeny Lusch ist der Spezialist im Boden. Also Sanja geht natürlich nicht ganz unvorbereitet in den Kampf. Der wollte eigentlich letzte Woche bei GMC Olympics seinen dritten Kampf bestreiten. Den hat er natürlich ausfallen lassen, um jetzt hier vor großem Publikum zu kämpfen und sich bestenfalls den Gürtel zu sichern. Thank you.
Sanja hat einen seiner zwei Kämpfe durch einen High-Kick beendet. Das war recht spektakulär. Sanja hat so einen ganz sneaky High-Kick. Der sieht aus wie ein Low-Kick. Den zieht er dann noch im letzten Moment hoch. Das kann er wirklich gut. Vielleicht bringt er den heute Abend noch an. Ja, auch hier wieder beide Athleten nahezu gleich groß. Das heißt, keine größeren Reichweitenvorteile für einen von beiden. So, Sanja hat natürlich sein Publikum hier hinter sich. Große Fanbase im Haus. Das sollte ihn doppelt motivieren. Ja, Sanja hier mit einem schönen Jab und hier mit dem rechten Schwinger. Wird aber zu Boden geholt. Mit einem Hüftwurf landet jetzt unten in der Halfguard. In der Sidemount. Ja, da ist die Gefahr. Die Skills fehlen Sanja noch ein bisschen. Das ganze Bodengame, Standbodenübergang, Bodenkampf. Seine Stärken ist das Striking. Das scheint sein Gegner auch zu wissen, hat jetzt das direkt unterbunden. Sollte seine Beine jetzt nicht in die Luft heben, sondern eher stabil zu Boden pressen. Und ja, nach innen da schwimmen. Steht er wieder steht auf, schön auf. Ja, da steht er auf, wunderbar. Arbeiten direkt weiter mit Schlägen. Okay, Kubik hier direkt wieder zum Clinch, beide Underhooks innen. Sanja muss versuchen, sich hier zu lösen. Sollte den linken Arm von Kubik erstmal nach unten schieben, um etwas Platz zu schaffen. Sollte den linken Arm kontrollieren. Ah, kam schönes Knie. Das war gut. Schön wieder auf Distanz. Und jetzt muss er die Ringmitte. Na, da liegt er wieder. Ja, Kubik hier mit dem linken Schwinger angetäuscht und dann zum Takedown gegangen. Aber shootet auch schnell. Der Peter. Okay, Sanja versucht hier zu einer Triangle zu gehen. Funktioniert aber nicht, klammert sich jetzt am Bein und kommt wieder recht schnell hoch. Hat jetzt den Kopf aber in der Guillotine-Position, muss da aufpassen. Ja, das sieht man oft bei Kämpfern, die aus dem Boxen kommen oder zumindest eine Striking-Historie haben. Die Hüfte ist schnell, das ist schnell gelernt, die Hüfte ist schnell aus dem wegzubringen vom Gegner. Und das merkt man auch jetzt hier beim Sanja, der steht schnell wieder auf, der ist schnell wieder auf den Beinen. Er versucht jetzt die Position zu sichern, hält sich in der Ecke. Ja, Peter hat jetzt so eine Art Guillotine. Sieht nicht sonderlich eng aus. Ja, genau. Schön, so muss sehr explosiv, machen. Sehr explosiv gelöst. Und hier mit dem gefährlichen High-Kick. Peter taucht darunter durch und holt sich wieder den Takedown. Und da geht die erste Runde auch schon dem Ende zu. Peter Kubik wieder in der Top-Position, kontrolliert hier. Peter Kubik hat seine Hüfte sehr hoch, bietet natürlich jetzt Platz für Sanja zum Shrimpen, ein Knie dazwischen zu bringen und sich erstmal die Guard zu sichern. Aber Sanja hart hier erstmal aus. Verschnauft etwas. Ist auch legitim so kurz vom Ende der Runde. So, da sind jetzt viele in der Ecke von Integra. Auch der Cheftrainer Wladimir Schwarz hat sich dazu gesellt. Ja, Sanja tut sich hier noch etwas schwer, den Kampf zu finden. Muss jetzt versuchen, die Distanz zu halten. Wie gesagt, ungewöhnlich, den so jungen Kämpfer dann vor so einem Publikum kämpfen zu lassen. Aber Sanja ist mental stark, sonst würde er nicht hier stehen. Robert Lau jetzt in der Ecke. Die haben viel trainiert die letzte Zeit zusammen. Gibt da letzte Anweisungen, motiviert ihn nochmal, weil jetzt die erste Runde hat er verloren. Wenn er gewinnen will, muss er die Runde jetzt für sich entscheiden. Und am besten eindeutig. Wildes Gemenge.
Ja, Sanja muss sich lösen. Er muss in die Mitte vom Ring, nicht in die Ecke. Macht das aber hier schön, hält ihn oben, hat direkt den Underhook gesichert und den Peter Kubik nach oben gezogen. Entgeht so erstmal dem Takedown, befindet sich allerdings wieder in der Ecke. Versucht jetzt selbst einen Takedown und wird gesweept, landet wieder unten. Muss jetzt sein rechtes Knie weiter durchschieben, sich wenigstens zunächst die Guard sichern, aber Peter bringt die Hüfte direkt runter und entgeht dem Ganzen. Sichert sich die Side Mount. Ja, der Tscheche kämpft hier richtig schlau. Er hat gemerkt, die Takedowns kommen alle durch und deshalb macht er so. Warum sich unnötiger Gefahr im Stand aussetzen, wenn man das Ding auch am Boden zumachen kann? Oh, da war ein Tap. Okay, Sanja hat getappt. Oh, was war? Eine echt undurchsichtige Submission hier. Wir sehen gerade, der Ringrichter weiß auch nicht genau, wie der Tap zustande kam. Hoffentlich hat der Junge sich nicht verletzt. Ah, okay. Peter Kubik hat mit seinem Ellbogen wohl Druck ausgeübt auf Sanjas Hals. Und das hat ihn zum Tappen gebracht. Klar, zweite Runde, die erste war sehr kraftraubend. Da hat man schon wenig Luft. Und wenn dann einem dann noch ein bisschen die Luft genommen wird. Aber gut verkauft, gut verkauft. Also muss ich mit seiner Leistung hier auf gar keinen Fall verstecken. Und dann vor so einem Publikum den dritten Kampf. Mein Respekt hat der Junge. Damit zieht Peter Kubik ins Finale im Grand Prix ein und wird jetzt entweder auf Dima Cumbulice oder Yassin Bodinca treffen.